Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Two Worlds 2. Ja, da sind wir wieder und endlich doch mal befreit und im letzten Part im wahrsten Sinne des Wortes von Rockdor, wo wir uns eigentlich was umgucken wollten, hierhin teleportiert. Mussten, wurden, wie auch immer. Denn wir kommen hier eigentlich aus diesem Teleportal und Dafar braucht unsere Hilfe. Und Rockdor hat jetzt gesagt, wir sollen die Groms beschäftigen. Das werden wir natürlich sofort machen. Aber eigentlich wollte ich mich hier umgucken, denn da ist eine Truhe und die hätte ich doch gerne aufgemacht. Dürfen wir aber nicht. Wir sollen also zuerst die Krumps beschäftigen. Aber wenn ich das nicht darf, dann darf ich auf jeden Fall Folgendes, denn wir haben hier noch ein paar Bücher und da wollte ich euch eigentlich eins noch vorlesen. Wir hatten ja mit meiner schlechten Vorlesekunst einmal die Eigenschaften von Rüstungen und da fehlt natürlich noch die Kunst der Alchemie, zumindest die Gedanken darüber. Und dann wollen wir doch einfach mal. Und zwar von Dr. Ambrosius Merimée. Das klingt ziemlich französisch, das ist definitiv falsch ausgesprochen. Ich bitte um Verzeihung. Aber was ist eigentlich die Alchemie? Mittlerweile habe ich diese Frage so oft beantwortet, dass mir bewusst wurde, dass ich die Antwort bis auf kleinste Änderung bereits fertig formuliert aus meinem Gedächtnis rezitieren kann. Da die Wissensdurstigen mit meiner Antwort jedes Mal sehr zufrieden schienen, habe ich mich nun dazu entschlossen, eben diese klärenden Sätze schriftlich festzuhalten. Sehr nett, der Herr Doktor. Dabei wurde mir aber rasch klar, dass meine Forschung nicht nur diese wenigen Sätze, sondern vielmehr umfassenderes Wissen über die Alchemie in meinem Kopf angehäuft haben. Aus diesem Grund soll meine Abhandlung mit den folgenden Absätzen beginnen. Für viele Laien ist die Alchemie wenig mehr als die Kunst der Transformation. Dabei geht es hauptsächlich oder sogar ausschließlich darum, eine Substanz in eine andere zu verwandeln, wobei die Zutaten normalerweise mehr oder weniger wertvolle Metalle sind. Für mich allerdings ist die Alchemie zuallererst eine Lebensphilosophie. In der Alchemie finde ich Weisheit und Erleuchtung. Sie gibt mir die Möglichkeit, Fehler zu beheben und damit mein Wissen ständig zu erweitern. Es geht also um die Veränderung, doch zuvorderst geht es um die eigene Wandlung. Erst dann kommen traditionelle Aspekte wie Transmutation oder Kreation zum Tragen. Interessant, also wohl viel mehr die einfache Alchemie als sonst gedacht. Wenn ich an mein Leben vor der alchemistischen Kunst zurückdenke, komme ich mir vor wie ein Unwissender gegenüber dem Universum und seiner Mysterien vor. Ich war ein leeres Buch und wäre es vielleicht auch geblieben, hätte ich die Alchemie nicht für mich entdeckt. Aber zum Glück hat mich diese Kunst im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt, um Gottes Willen. Mit Wissen über die Welt, die Bausteine der Alchemie und ihre Geheimnisse. Mit der Fähigkeit, diese Elemente zu erkennen und ihre Beziehungen untereinander zu entdecken. Und natürlich auch mit dem Wissen über die Geschichte, denn ein erfolgreicher Alchemist muss doch immer die Vergangenheit in seinen Experimenten einfließen lassen. Und da fehlen ein paar Buchstaben Text. All diese Fähigkeiten in ihrer Gesamtheit machen einen erfolgreichen Alchemisten aus. Denke ich mal genauso. Ich danke der alchemistischen Kunst aber auch in anderer Hinsicht. Sie hat mir spirituell vollkommen neue Einblicke verschafft. Im Rahmen meiner Forschung habe ich schnell erkannt, wie eng die Beziehung zwischen organischen und nicht-organischen Substanzen auch denen der Seele und spiritueller Stadien entsprechen. In dieser Hinsicht ist die Transmutation also nicht nur eine rein physikalische Angelegenheit, sondern geht viel weiter und symbolisiert auch eine Änderung des Geistes und der Seele vom fehlerhaften, suchenden Ich zum puristischen und glasklaren Über-Ich. Wow, meine Güte! Für mich ist die Alchemie nicht einfach die Wissenschaft der Substanzen, denn Substanzen, wie wertvoll sie auch immer sein mögen, sind letztendlich doch totes Material. Für mich umfasst Alchemie das Leben selbst, ist ein wichtiges Teil davon und stellt die Essenz des Lebens dar. Wow, sehr schön geschrieben und auch eine coole Sache mit der Alchemie, womit wir uns definitiv beschäftigen werden. Doch, ich denke mal, jetzt haben wir das Buch hinter uns, selbstverständlich, was ich wirklich, wirklich toll geschrieben finde. Auch sehr schwer zu lesen, wo ich so und so noch ein bisschen am Üben bin. So oft habe ich nicht vorgelesen. Aber nichtsdestotrotz, wir werden uns dann jetzt erstmal von der Alchemie uns den Groms widmen. Und dafür müssen wir unsere Waffe ziehen. Blocke deinen Gegner so lange mit der rechten Maustaste, bis er angriffst. Okay. Also wir sollen blocken, bis er mit seiner Combo dann fertig ist. Und dann können wir ihn angreifen. Naja,
eigentlich recht simpel. Hm? Komm, Grom, willst du nicht mehr? Wir sollen einen Block. Aha. Ja, klatsch. Wie ich sehe, bist du noch nicht völlig eingerostet. Naja, das gerade eben war nicht besonders schwer. Schön, aber noch besser wäre es, wenn du den Gegenangriff nicht vergisst, sobald du einen Gegner blockiert hast. Das werde ich tun, danke. Ein Gegenangriff, wenn man den Gegner blockiert, was? Hä? Naja, sonderlich schwer ist es auch wirklich nicht. Ich meine, sonst wären wir nicht hier in einem Tutorial. Aber, oh, ein Amulett, okay. Und ein kleiner Mana-Trank. Nett, nett. Nehmen wir natürlich mit und dann gucken wir doch mal, wie es dann weitergeht. Oh, okay. Gegenangriff freigeschaltet. Wir müssen blocken und dann können wir mit der linken Maustaste einen Gegenangriff einleiten. Hm, sei präzise, wenn du nicht getroffen werden willst. Na gut, dann werden wir das doch mal machen. Ja, komm, greif mal an, werter Grom. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit zu kämpfen. Gefällt mir sogar sehr gut, der Nahkampf hier. Aber da hat doch keine Chance. Gute Arbeit, Mensch. Aber jetzt heißt es vorsichtig sein. In der Schlucht wirst du auf ein anderes Kaliber von Gegnern treffen. Kein Vergleich zu eben. Verstehe. Und denk immer daran, du musst den gegnerischen Block durchbrechen. Dann wirst du sie kriegen. Ja, wie gesagt, eine Art Tutorial. Jetzt müssen wir noch den gegnerischen Block durchbrechen. Aber erstmal kümmern wir uns hier um den toten Grom, der natürlich wieder Kurzschwert dabei hat und Geld. Geld ist immer wieder schön. So, und jetzt müssen wir hier rüber. So, und wir sollen schleichen, damit wir nicht herunterfallen. Das werden wir ja wohl noch hinkriegen. Das ist wie dort im Schloss gewesen. Und oh, 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 das ist ja wirklich tief. Eieiei. Aber sieht verdammt cool aus. Schaut mal, da hinten ist sogar auch noch ein Weg. Ich meine, die Karte haben wir uns ja angeguckt. Ich weiß gar nicht, wo wir uns irgendwie orientieren könnten, außer anhand der Karte. Aber da hinten, das sieht mir auch aus wie eine Insel, ne, oder so. Ich habe nämlich gelesen, wir können auch mit dem Schiff irgendwie das Meer überqueren, um dann an andere Orte zu gelangen. Das werden wir natürlich dann auch versuchen, wenn es dann soweit ist. Okay, er hat uns gesehen und ja, wieder Skill freigeschaltet. Einen gegnerischen Block, in dem du die 3 drückst, ja, okay. Die 3 ist da unten, das ist dann, ja, schauen wir mal. Ja. Ja. Naja, also es ist ziemlich simpel. Na. Du hast dich gut gehalten bisher. Nun setz den Baumstamm in Bewegung. Das wird diese stinkenden Groms für eine Weile von uns ablenken. Gut, ich bin schon unterwegs. Oh ja, ich sehe schon, das ist verdammt gut. Ja, und das mit dem Blocken ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Also recht einfach, kann man halt miteinander kombinieren. Ein schönes System von Nahkampf. So, jetzt gucken wir hier mal eben, was wir hier haben. Also werden wir natürlich alles mitnehmen. Dann gucken wir doch mal, ob wir nicht das ein oder andere Pflänzchen vielleicht noch hier rumliegen haben, bevor wir dann abhauen müssen. Und ja, wir sind vom Weg abgekommen, ist klar. Gut, dann werden wir nichts anderes machen, außer den Baumstamm umschmeißen. Verschieben. Wie auch immer. Deine los! Oh, ich will da nicht stehen. Ja, geh zurück ins Lager. Aua, aua. Können wir da unten uns umgucken? Ja, Tatsache. Autsch. Oh, da wollte sich hinsetzen und wurde dann noch... Ja, okay. Ja, dann mal schnell zurück ins Lager. So, hier müssen wir aber wieder schleichen. Ich finde das ja richtig genial gemacht, wie wir noch den Dolch hier in der Hand haben, wenn wir gerade am Schleichen sind. Das gefällt mir sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so einen Schurken spielen werden dann, aber naja, lassen wir uns mal überraschen. Sehr cool gemacht. Gute Arbeit, Mensch.
Du hast uns sehr geholfen. Aber wie ich sehe, sind die Groms hinter dir her. Nimm diesen Bogen und bereite ihnen einen würdigen Empfang. Ich werde mein Bestes geben. Ja, Kurzbogen, robuster Köcher, ja, mit F, Waffe ziehen. Ja, linke Maustaste, zielen und loslassen. Verdammt. Das geht, das ist super. Deine Fähigkeiten haben in den Kerkern Gandoas ein wenig gelitten, was kein Wunder ist. Also, warum hast du nicht zwei Pfeile verwendet? Dazu müsste ich erst mal wissen, wie es geht. Eigentlich ganz einfach. Du nimmst zwei Pfeile gleichzeitig und zielst. Ich versuch's. Also, wir sollen... Na, da stehen unsere... Also, wir sollen zielen. X drücken für den Sniper-Modus. Dann wählen wir mit der 2 Multi-File. Rechte Maustaste zum Markieren. Wenn wir beide Ziele markiert haben, mit linker Maustaste loslassen. Und jetzt loslassen, ja? Cool. Du warst gut, wirklich. Lass uns jetzt ins Lager zurückkehren. Geh voraus. Ja, das werden wir doch auf jeden Fall machen. Das ist extrem cool. So, aber bevor wir jetzt mit ins Lager zurückkehren, ich will doch hoffen, dass wir jetzt nicht einfach wieder teleportiert werden, denn die ersten Kollegen sind ja runtergefallen. Und hier die Kollegen, die liegen noch rum und die können wir plündern. Und das möchte ich auch gerne tun. Die haben bestimmt was Tolles dabei. So, fangen wir mal mit dem ersten an. Ja, die haben natürlich wieder Geld dabei, ein robuster Köcher und ein Dornenbogen. Erfordert Präzision 7. Nun gut. Ach, hier unten ist sogar unsere Anzeige, wie viel wir tragen können. 53 von 65. Ja, schauen wir mal. Und oh, der hat, was hat dann dabei? Ein Amulett. Okay. Also ich glaube, der Stern bedeutet, dass es die Wertigkeit ist. Natürlich das Gewichtszeichen von einer Waage ist ja klar, wie schwer die Dinger sind. Und der Edelstein, der blaue, bedeutet, ob man dort einen Sockel einfügen kann oder nicht. Ja. 2x10 Auras? Oder wie darf ich das hier verstehen? Warum steht da eine 2 dran? Naja, werden wir noch herausfinden. Nein, das wollte ich eigentlich... Oh. Das kommt davon, wenn man einfach läuft und die rechte Maustaste betätigt. Dann kann man auch ganz schnell mal in den Abgrund stürzen, was ich ehrlich gesagt sehr ungerne tun würde. So, aber jetzt mal wieder zurück ins Lager. Ich hoffe, dass es der Dafa gut geht. Das will ich doch mal schwer hoffen. Dann wollen wir doch mal schauen. Pflanzen oder so hatten wir jetzt nicht hier. Ich meine, wir sind doch noch ganz am Anfang des Spiels. Werden wir noch finden, wenn wir da mal alleine losstiefeln. Ah, du hast dich nicht schlecht geschlagen. Mal sehen, wie du dich hältst, wenn es hart auf hart kommt. Morta hat ein paar Speer von einem ihrer anderen Stämme erledigt. Und Gortarius ist es gelungen, die Falle zu öffnen. Darfa ist erstmal in Sicherheit. Gut, freut mich, dass ich helfen konnte. Wann werde ich eure Prophetin treffen? Wenn sie es für richtig hält. Im Moment ist Darfa für dich verantwortlich. Ja, müssen wir gar nicht vorlesen. Ich frag dennoch noch. Warum lasst ihr die Groms überhaupt so gefährlich nah an euer Lager ran? Diese Aasfresser sind vor allem damit beschäftigt, sich gegenseitig umzulegen. Normalerweise bleiben sie in ihrem Teil der Insel und kommen uns nicht in die Quere. Sie können nur den Schwächeren gefährlich werden. Gut, dann werde ich sehen, ob ich mir bei ihnen mehr Ausrüstung verschaffen kann. Ich werde einiges brauchen, wenn ich Kira befreie. Sei kein verdammter Idiot. Du bist noch zu schwach. Die Groms werden dich in Stücke reißen. Und die Prophetin braucht dich lebend. Also dann? Schon wieder auf den hübschen Beinen? Ja, es geht wieder. Gortarius ist ein Virtuose. Wenn nur ein Hauch Leben in dir steckt, hat er für fast alles einen Heiltrank. Gut zu wissen. Oktor sagt, du wolltest mich sehen. Ja, wir sollten jetzt zu ihr gehen. Sie wartet schon auf die Begegnung mit dir. Du meinst... Die Prophetin. Verstehe. Also, können wir? Wenn sie schon so lange wartet, dann hält sie sicher noch einen Moment aus, meinst du nicht auch? Wir gehen jetzt.
Schon gut. Wir machen alles, was du sagst. Ist unser Held etwa mit der Dafar, der wir jetzt so der Prophetin folgen sollen, ein bisschen am Flirten? Ich meine, ist ja eine wirklich süße Geschichte. Gefällt mir richtig gut. Dürfen wir uns umgucken? Hallo, hallo Jungs? Dürfen wir auch überall dran? Ich weiß es ja gar nicht, Tatsache. Obwohl, wir machen es jetzt einfach mal. Fleisch, okay. Heilt mittelschwere Wunden, 400 HP, nett. Die sind doch nicht sauer, wie es ausschaut. Das finde ich noch besser. Und hier haben wir ein primitives Schloss, okay. Wir haben ja Dietrich. Lass deine Finger weg. Pause mir nicht ab. Bitte, bitte nicht. Wir sind noch zu schwach. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wo ist denn langgelaufen? Hier hoch, ne? So, und das, was ich nämlich jetzt auch schon herausgefunden habe, da unten in der Mitte, ich kann es euch gerade nicht zeigen, wo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 0 steht, in dem Sinne die 10. Die grüne Leiste ist unser Erfahrungsbalken. Ich weiß nicht, ob ich es euch jetzt schon gezeigt habe oder nicht. Das hier ist nämlich dann unser Level-Up in dem Sinne, wo wir dann unsere Parameterpunkte reinsetzen können, genauso wie unsere Skill-Punkte. Aber ich glaube, damit beschäftigen wir uns dann, wenn wir dann auch wirklich mal ein Level-Up haben. Ansonsten haben wir ja wirklich interessante Sachen schon dabei. So, und jetzt? Da sind wir. Die Brücke führt dich zu ihr. Sicher, dass es hier irgendwo hingeht? Bleib lieber ein wenig zurück. Verdammte Negres. Wieso? Was ist? Ich spüre ihre magische Präsenz. Sie stören meine Kreise. Also, gehen wir runter. Dann suchst du nach den klapprigen Scheißkerlen und machst sie unschädlich. Ich muss diese Brücke einrichten. In Ordnung. Los, gehen wir. Wir sind am Ziel. Vergiss nicht. Es sind magische Wesen. Mit normalen Waffen erzielst du keine Wirkung. Hier, nimm diesen Stab. Ich denke, du weißt, wie man damit umgeht. Auf große Distanzen ist der Feuerblitz sehr nützlich. Danke. Okay, auf jeden Fall sehr cool gemacht. Oh, was eine schöne Grafik. Da sind die also. Okay, zieh deine Waffe mit F, ja. Ach, und da sind hier schon. Okay, Negris. Mhm. Matsch. Ja, das tut weh. Was hast du davon? Auf jeden Fall extrem super toll gemacht. Also es ist... Ach, meine Güte, mir fehlen die Worte. So, wir sollen wieder zurück zu Gortarius und mit dem reden da oben. Das werden wir auf jeden Fall machen. Aber erstmal möchte ich doch gerne plündern. Hoffentlich lohnt sich. Was haben die denn dabei? Die haben einen Knochenmark dabei, okay. Was geben die? 20% Präzision, aha. Werden wir mal eben alles einkassieren. So, hier auch mal. So, der letzte auch. Natürlich dauert das Looten ein bisschen, aber wir brauchen das Zeug. Deswegen werden wir es natürlich über uns ergehen lassen. So, und bevor wir dann wieder mit Gortarius reden, ne, nicht vergessen, ich auch nicht, die grüne Leiste da unten ist unsere Erfahrungsleiste. Und wenn die voll ist, haben wir wahrscheinlich ein Level-Up. So, und ich würde sagen, da die Folge doch schon wieder knapp an der Zeit ist, Freunde, ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin.